Hallo zusammen, mein Kanal ist die Nerdzone. Da ich Neuling im Hobby Tabletop bin, habe ich mich zuerst einmal mit so einigen Starterboxen befasst, die ihr natürlich auch auf meinem Kanal wiederfindet. Hauptsächlich möchte ich mich aber mit den Basteln rund ums Thema Tabletop befassen, wie zum Beispiel Gelände oder Scenery-Basen selber bauen. Mein Kanal befindet sich zwar noch in der Aufbauphase, aber ich werde am Wochenende immer ein bis zwei Videos von meinen Fortschritten, die ich gerade gemacht habe, hochladen. Also schaut doch mal bei mir vorbei in der Nerdzone. Bis dann, ciao, ciao. Willkommen bei Deist, der einzigen deutschen TV-Sendung, welche dich regelmäßig in die riesige Hobbywelt des Tabletop entführt. Deist, meine Nummer 1 Anlaufstelle für Tabletop. Hier findest du nicht nur ab Dienstag die TV-Show, die sonntags beim Nerdsender Nummer 1 Rocket Beans TV läuft, sondern jede Menge weitere Videos und Livestream-Events zum analogen Hobby-Universum rund um Miniaturenspiele. Also nichts wie ab auf den Abo-Button klicken, damit ihr kein Video von Deist verpasst. Deist, I want it all. Willkommen beim Kanal Son Gonzo von Gon. Ich bin der Pascal. Ich bin der Mike. Und bei uns gibt es hauptsächlich Spielberichte von Kings of War. Und oder anderen Spielsystemen, die uns sehr gut gefallen. Also wenn euch langweilig ist, klickt einfach mal rein. Das war's von uns. Wir geben ab aus dem Funkhaus aus Bayern. Und viel Spaß beim nächsten Kanal. Tschüss. Tschüss. Moin Moin und herzlich willkommen beim Tabletop Workshop, kurz TWS. Bei uns dreht sich alles ums Basteln von Tabletop-Gelände. Jede Woche zeigen wir euch, wie ihr die verschiedensten Geländestücke leicht und selber bauen könnt. Denn alles wird Schritt für Schritt erklärt und Bemaltipps gibt's natürlich auch. Obendrein stellen wir euch praktische Werkzeuge und nützliche Baustoffe vor, testen fertige Kaufprodukte und berichten ausführlich von wichtigen Tabletop-Events. Also dann, wir sehen uns! Willkommen bei Enchanting Arts Terran. Ich bin Jendrik. Und ich bin Tabitha. Auf unserem Channel wollen wir euch zeigen, wie ihr mit kleinen Tipps und Tricks schönes Gelände für eure Tabletop-Spiele bauen könnt. Von eurem eigenen kleinen Waldstück bis zur komplexen Ruine. Wir zeigen euch, wie ihr mit den richtigen Materialien und Werkzeugen auch mit kleinem Budget einen großen Effekt erzielen könnt. Wenn das jetzt euer Interesse geweckt hat, sehen wir uns hoffentlich in einem unserer Videos wieder. Schaut einfach mal rein. Ich bin der Chef-Oberboss und das ist mein Hobbyraum. Die meisten Geländestücke habe ich selbst gebastelt. Alle Miniaturen hier auf dem Tisch habe ich selbst angemalt. Auf meinem Kanal gibt es Battle Reports, Mal-Tutorials, Bastel-Tutorials, Unboxings und vieles, vieles mehr für viele, viele verschiedene Systeme wie Warhammer Fantasy, Age of Sigmar, Warhammer 40.000, Warhammer Quest, Blood Bowl, Rune Wars, Star Wars X-Wing, Star Wars Imperial, Assault, Golem Arcana, Konflikt 47. Also schaut bei mir vorbei. Daniel und ich der Steffen. Willkommen bei den Makeup Watchers. Auf unserem Kanal bekommt ihr jede Woche ein neues Video zum Thema War Machine, Bold Action und Hordes. Neben Spiel- und Turnierberichten stellen wir euch auch Produkte in Form von Hobbyprojekten vor. Haben wir euer Interesse geweckt? Dann klickt euch auf unseren Kanal. Hallo und herzlich willkommen im Tabletop Basement, deinem Studio für Miniaturenbemalung und Geländebau und der Heimat von TBTV. Wir präsentieren jede Woche ein buntes und abwechslungsreiches Programm rund um das Tabletop-Hobby. Mit Unboxings, Spielberichten, Tutorials, Geländebautipps und natürlich Spielvorstellungen. Begleite unseren Hobbyalltag, wirf ein paar Blicke hinter die Kulissen bei unseren Interviews oder besuche uns persönlich zu einem Event oder Workshop. TBTV ist deine Tabletop-YouTube-Show. Hi, ich bin Josef vom YouTube-Kanal Die Hobbit-Hülle und ich mache auf meinem YouTube-Kanal Bemalvideos. Wenn du besser werden möchtest beim Bemalen deiner Figuren, schau doch bei mir vorbei. Bei mir findest du verschiedene Techniken. Zuletzt habe ich ganze Figuren bemalt, aber ich werde mehr und mehr einzelne Techniken beleuchten und zeigen. Und wenn du bestimmte Techniken lernen möchtest oder etwas Bestimmtes malen möchtest, was ich noch nicht als Video habe, stell mir die Frage und ich werde ein Video für dich machen, dass du auch diese Techniken lernen kannst. Wir sehen uns in der Hobbit-Hülle.
liebe Tabletop-Freunde, das ist Flo's Tabletop-Ballei, der kleine, aber feine Kanal für alles Mögliche im historischen und auch ein bisschen im Fantasy-Tabletop. Aber seht selbst. 25 und 28 mm im hauptsächlich historischen Bereich könnt ihr bei mir sehen. Regelwerkvorstellungen, Büchervorstellungen, Reviews, Unboxings, Geländebaututorials und viele verrückte Ideen, die ich ab und zu habe. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eure rege Teilnahme an meinem Channel. Viel Spaß, euer Flo! Games on Tables, ein deutscher YouTube-Channel mit Spielberichten zu Guild Ball, War Machine, X-Wing und anderen Tabletops. Dazu Tipps und Tricks und Anleitungen zu Spielsituationen, Spielregeln und Spielmechaniken, sowie Reviews zu zusätzlichem Spielmaterial wie Spielmatten oder Markern und auch ein paar kleinen Malanleitungen. Das alles bekommt ihr auf Games on Tables. Mein Name ist Bianca und mir gehört der YouTube-Kanal Table Games TV. Auf meinem Kanal geht es hauptsächlich um das Thema Tabletop. Ihr findet dort verschiedene Videos zu Bemalvideos, Unboxing-Videos zu verschiedenen Genren und Systemen und auch Tutorials, wie ihr eure eigenen Geländestücke bauen könnt. Und wenn euch dieser kurze Beitrag über mich und meinen Kanal gefallen hat und ich vielleicht auch euer Interesse geweckt habe, würde ich mich doch sehr freuen, wenn ihr einmal auf meinem Kanal vorbeischaut. Was geht ab? Ich bin der Steffen, der ist der Tarek. Servus. Stößi approved. Das Würfelbrett. Wenn es euch gefallen hat, ist auch gut. Dennis, sag tschüss. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Wraith und in meiner Crypt auf YouTube spuke ich hauptsächlich um Themen im historischen Tabletop-Bereich herum. Ihr könnt dort sehr viele Videos vor allem zu Saga finden, unter anderem auch zu meiner Samurai-Adaption Zen-Saga. Dazu gibt es einige Taktiktipps, kleine Tutorials, Spielberichte oder Hintergrundinformationen. Außerdem findet ihr immer mal wieder was zu anderen historischen und nicht-historischen Spielsystemen oder Dinge, die mich sonst im Hobby inspirieren. Schaut also gern mal und immer mal wieder vorbei. Besuch. Hier. Schön, dass ihr da seid. Hier auf Operation Mad Dog findet ihr neben der wöchentlichen Malbegleitung auf dem Maltisch jeden Montag auch noch Unboxings, Reviews, Spielberichte und ein paar kleine Tutorials. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst ein Abo da. Danke. Tschüss. Ihr wollt eine Malsession starten? Doch keiner eurer Freunde hat Zeit. Maltisch am Mittwoch. Ihr wollt Miniaturen bemalen und wisst nicht wie. Maltisch am Mittwoch. Ihr wollt euch von einem totalen Träumer im Hobby begleiten lassen. Maltisch am Mittwoch. Dann kommt zum Maltisch am Mittwoch. Ich biete euch Malbegleitung, Tutorials, Produktvorstellungen, Spielberichte und viel, viel mehr aus unserem schönen Hobby. Wir sehen uns mittwochs am Maltisch. Ich bin Dizzyfinger und das ist meine Show. Thank you.
Der kleine Krieger ist dein Newsportal für dein Hobby. Hier findest du nicht nur Systemvorstellungen der großen und kleinen Spiele, sondern auch entsprechende Unboxing und Reviews. Bei Wie funktioniert das eigentlich, erklären wir dir die Spiele. Ach ja, es gibt natürlich auch noch Bemaltutorials, Brett- und Kartenspiele, Diskussionsrunden rund um unser aller Lieblingshobby, sowie Interviews und Außentermine. Das alles findest du nur bei Der kleine Krieger.